Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Test. Und zwar spiele ich für euch Rainbow Moon. Das ist die Trial-Version. Okay, es wird direkt vorgeschlagen, dass wir das Full Game unlocken können. Geil. Machen wir ein New Game, ne? Und spielen das auf normal. Ja, komm. Start with these settings, yes. Ich weiß gar nicht, was das ist. On one of those gloomy nights, Baldrin made his way to the annual duel with Namoris. Although he was quite confident of winning, he was curious about the venue for this year's fight. Elie Woods was known for its dangerous portals, and any sane person avoided this place whenever possible. This in mind, Baldrin stepped deeper into the woods, searching for Namoris. Suddenly, one of the notorious gates appeared right in front of him. The blue glow of the mysterious portal was so beautiful that he felt paralyzed for a moment. This was the moment Namoris had been waiting for. In the blink of an eye, he grabbed his chance and attacked Baldrin. With a blow from behind, he forced Baldrin into the gate, activating it and establishing a dimensional stream. Baldrin regained consciousness, but it was too late. His body was locked within a magic helix that was pulling him into the gate. The last thing he could remember was the taunting laughter of Namoris, and thousands of creatures appearing out of nowhere. And then, darkness surrounded him. An hour must have passed before he woke up. What could possibly have happened? Where was he now? Could this really all have been the work of his rival? But this is a story that has yet to be told. Rainbow Moon. Rainbow Moon. Ja, die Musik fand ich schon mal ganz witzig und die Grafik fand ich toll. Ich mag sowas. So, Open Map. Sieht ja lustig aus. Das ist ein Buch, ne? Ja. Player Position. Da kann ich mich hin teleportieren, wenn was zum Teleportieren wäre. So, Open Menu. Aha. Das ist Baldrin Level 1. Okay. Ich habe Magie und ich habe Stärke, Schnelligkeit, Glück und Verteidigung. Ja, das sieht nach einem Rollenspiel aus. Okay. Ach so, mein Equip. Mhm. Ein Toy Sword. Ein Hut. Und eine Rüstung. Okay. Sieht ja ganz süß aus. Warp Portal. Guck mal, da steht einer. Nee, ich wollte jetzt hier gar nichts machen. Press button to trigger. Who are you? Ach so, ich soll jetzt sagen, wer ich bin hier. Wer bin ich denn? Ach komm, ich bin meine Glückszahl. So. Yes. Okay. Good day. Ja, das ist schön. Are you invader? Please spare me. Why did you bring these monsters here? What do you mean, no idea? Ich habe doch gar nicht geantwortet. You are sorry? Nö, habe ich auch nicht gesagt. Ich habe keine Monster mitgebracht und ich entschuldige mich auch nicht. Ja, genau. Bye, bye. Besser ist das auch.
guck mal, was süß hier. Guck dir das mal an da oben. Aha. Guck mal. Hier sind Regenbogenmünzen drin. Die nehme ich mit. Okay, ich kann mit dem Schwert jetzt aber nicht irgendwie hier durch die Gegend hauen. Das sieht eklig aus, ne? Das sieht richtig eklig aus, wie so eine Hornisse. So eine eklige Hornisse. Ich hasse Hornissen. Guck mal, hier sind überall so Monster. Das heißt, ich kann bestimmt... Ja, genau. Das ist auch typisch für ein Rollenspiel. Du gehst auf die zu und dann kommt so ein Ladebildschirm, so wie bei der Mini-Playback-Show, so gerade noch hier im Studio, jetzt schon auf der Mini-Playback-Bühne, hier in dem Fall auf der Roleplay-Bühne. Ich erzähle wieder eine Scheiße, ich weiß. Genau, und dann landet man auf so einem Kampfbildschirm. So, Battle Tutorial. Okay. Ich kann da oben ist die Reihenfolge, die Turn Order. Das heißt, so wie das jetzt auf dem Bild dargestellt ist, ist es immer abwechselnd der Spieler und das Monster dran. Und dann gibt es noch ein Kommandomenü, wo ich alle verfügbaren Kampfarten auswählen kann und das auch tun sollte. Gut, dann haben wir hier unseren Status. Ich bin jetzt Level 1 und habe eben meine Gesundheit und natürlich meine Manas. Das hat immer was mit Magie zu tun. Ja, das sind meine körperliche Konstitution und meine magische Konstitution zum Beispiel. So, dann haben wir hier irgendeine Zeit, die abläuft, keine Ahnung. Ja, Verteidigung, Flüchten kann ich auch. Okay, alles klar. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das hier irgendwie durchzulesen. Von daher quitte ich das jetzt. Und... Ach so, ich muss mich erstmal moven. Ah, auch das noch. Also ich kann auf das Monster zugehen. Und ich kann es attacken. Alles klar. Und der attackt mich natürlich jetzt auch, das ist ja klar. Oh. Kann ich eigentlich sehen, was das Monster für eine Dingens hat? So, jetzt ist das Monster tot. Und ich habe gewonnen. Ich mag sowas. Ich finde sowas richtig gut. So die ersten Final Fantasy Spiele, die ich gespielt habe, die waren so. Also ich habe angefangen mit Final Fantasy 7 übrigens. Das finde ich richtig gut. Okay, was haben wir hier? Eine Wasserflasche. Ich habe keine Ahnung, was er tragen kann. Hier unser Guter. 1 von 10, okay. Hier in der Ecke habe ich gerade auch nochmal so ein Säckchen gesehen. Deswegen werde ich hier hingehen. Und den attacken. Ach so, der Level steht ganz am Anfang dran. Oh, da haben wir sogar 2. Gut, ich muss mich erstmal bewegen. Oh, oh, oh. Die greifen mich natürlich jetzt beide an. Das Fiese ist ja, dass sie beide auch hintereinander dran sind. Deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal auf einen. Damit einer erstmal weg ist. Habe ich eigentlich irgendeine Möglichkeit, jetzt Energie aufzunehmen, frage ich mich gerade. Das ist wirklich niedlich gemacht hier, ne? Mit den Blümchen und so. Das finde ich echt gut. So, irgendwas habe ich bekommen. Keine Ahnung, was genau. Also hier habe ich einmal nochmal Coins. Ich muss mal gucken. Nee. Also hier habe ich... Moment mal. Hä? Ja, ich bin verrutscht, alles klar. Refills Footbar bei 6%. Okay. Ja, aber meine Footbar ist ja
aufgefüllt. Deswegen brauche ich es nicht. Aber ich müsste mal meine... Was ist das denn hier? Kassa Village. Hey, wer bist du denn? This is Grumbling Voice. Oh, that's just Meriden. Go to the village and you'll find him trying to cut trees. Aha, bla 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 bla. Das ist so für mich jetzt, was ich nicht ganz so gerne mag, ist die wahnsinnig viele Quatscherei. Obwohl, das hält sich jetzt noch an Grenzen in den Roleplay-Games. Wo ich dann immer denke, boah, ey, geht's jetzt bald weiter? Komm, ey, ich will jetzt weiter. Ich will jetzt kämpfen und so. Oh, das sind zwei. Ich hab wieder... ich hab nicht geguckt. Das ist ja doof. Okay, ich möchte mal wissen, ob ich da zu dieser Blume komme. Nee, komme ich nicht. Okay. Ah, ich krieg natürlich von da auch eins, ne? Übergebraten. Von dem natürlich auch, ist klar. Gut, jetzt ist der erstmal weg. Ich wollte es ja so. Ich wollte es ja genauso. Ich finde das nett, das Spiel. Es gefällt mir irgendwie gut. Du könntest mal ein monatliches Game da rausbringen, ne? Aber ich freue mich ja schon, die wollen ja das Final Fantasy VII remastern. Und da freue ich mich drauf, dann spiele ich das. Okay, ich habe das direkt eingenommen, weil das meine Gesundheit aufgefrischt hat. Das fand ich gut. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber es wird irgendwie eine Blume sein. Guck mal hier, was haben wir denn hier? Hello to you. Come in and find out. Okay, was ist das? Irgendwelche Attribute von mit diesen Perlen, die ich eben gefunden habe, ja? Ah, Strength, Speed, Luck and Defense. Okay. Alles klar. Okay, ich habe 5 Perlen. Und um meine Stärke aufzubessern, bräuchte ich 4. Um meine Verteidigung bräuchte ich 10. Speed, weiß ich gar nicht, ob ich das brauche. Was macht denn Luck? Okay. Und hier? Das ist schon. Gut, ich mache mal meine Stärke ein bisschen höher. Und dann habe ich noch eine Perle. Die gebe ich hier für meinen Luck aus. Okay. Please come back anytime. So, der Heiler. Ah. Okay. Der Heiler. Goodbye. Welcome. Okay, der hat feine Stuff. Tiny Potion. Ja, Tiny Potion ist geil. Das ist also mal so ein Trank, mit dem ich die Lebensenergie wieder auffrischen kann. Ich weiß gar nicht, wo meine Münzen stehen. Ach, da oben. 4 Stück. Ich könnte mir eine einfache Fackel kaufen. Und einen Apfel. Ich kaufe mir meine einfache Fackel. Ja. Und, was ist das? Das ist, wenn ich Hunger habe. Aber ich habe noch nicht gesehen, wo ich Hunger habe. Ich lasse das erstmal. So, okay, fertig. Wen haben wir hier? Ah, der hat bestimmt eine Aufgabe. Wipe that smile off your face. I hate this kind of work. Ja, Er hasst es, wenn andere grinsen. Ist mir auch scheißegal, ob der das hasst. Ja, laber mich nicht voll, sag, was du willst. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Das ist so... Und meistens, ich kann es mir nicht durchlesen. Und was aber
oftmals so ist, in diesen ganzen Sprechereien und Labereien sind wichtige Informationen versteckt. Das heißt, ich bin aber so angenervt irgendwann, drücke das immer weiter und weiß dann überhaupt am Ende nicht, was ich machen soll. Ja. Okay, Main Quest und Side Quest, alles klar, werden angezeigt auf der Karte. Questbook Update. Okay, Main Quest haben wir hier. Eine neue. Die könnte ich jetzt verfolgen. Und eine Side Quest haben wir keine. Ah ja, und da werden die, Monster gezeigt. Tutorials. Geiles Geräusch. So. Ah, okay. Da, wo das Ausrufezeichen ist, ist unsere Quest. Das finde ich geil, ey. Warte mal, kann ich mit der Alten da auch quaken? Eigentlich will ich gar nicht mit der quaken. Weil die quakt mir schon zu viel wieder. Ah, die hat auch was fürs Questbook. Ne, hier. Die hat jetzt bestimmt eine Sidequest, ne? Ja. Und die kann ich bestimmt auf der Karte sehen. Wo ist denn die Karte nochmal? Hier. Quest, Quest. Ich sehe die jetzt nicht, aber ist auch egal. Was hat er denn hier? Network Shop. Nee, den will ich jetzt nicht, den Network Shop. Okay, das kann nicht aufgemacht werden. Da brauche ich irgendwas. Ja, hatten wir schon. Danke. Ich guck mal eben, ob hier noch was zu finden ist, aber es sieht jetzt nicht so aus. Ach, guck mal hier. Ich werde... Was? Encounter? Was heißt denn das jetzt hier? Escape. Escape ist gut. Kann ich was benutzen? Ja. Hiervon jetzt nicht so viel, ne? Ja, wie? Was soll ich denn machen? Ich will moven. Ah, hier. Ja, dann attacken wir jetzt als erstes mal den hier. Okay, ich möchte kurz... Ne, ich attack den sofort. Ich dachte, ich bin stärker geworden. Hey! So, du bist schon mal weg. Er hat was da gelassen. Das ist gut. Oh. Wow, 9. Das ist gut. Und nochmal, komm. Hat aber nichts da gelassen. Rainbow Coin und ein Imp Wing. Okay. Was auch immer ein Imp Wing ist. Wink. Und 2 Perlen. Das ist auch schön. Ja. Aber die versperren echt hier voll den Weg, ne? Okay, aber wir versuchen's. Encounter. Ey, 3 Stück? Oh, oh, oh. Jo. Gut, dann kann ich den jetzt attacken. Und dann werden die anderen mich bemoven sozusagen. Okay, du bist schon mal weg. Das ist gut. Klar, dass der mich jetzt angreift hier. Jetzt werde ich... Ach, guck mal, der hat mich gar nicht getroffen. Das ist auch gut. Ich glaube, ich muss aber gleich mal was einnehmen. Dafür hat der mich auch nicht getroffen. So, weg. Das sollte ich aber noch schaffen jetzt, ne? Komm. Zack, und einmal noch. Yes. Eine Rainbow Coin. Nochmal diese komischen Flügel. Okay, und Sieg. 3 Perlen. Auch nicht schlecht. 3 Perlen. Ach, guck mal, wir sind Level 2. Guck mal, boah, da liegen voll die dicken Säcke. Ich versuch's mal mit der... Mit der Biene da, mit der das aufzunehmen. Eine Tiny Bee. Oh oh. Ja,
Okay, damit die erstmal attackt von mir. Boah. Was? Die ist aber fies, ne? Ah, den muss ich die nochmal treffen. Boah, die... Oh. Gut, die habe ich. Und der andere ist nicht so schlimm. Aber die hat mir ja ganz schön zugesetzt. Die hat mir jetzt zugesetzt, ey. Jetzt muss ich irgendwie was einnehmen gleich mal. Okay. 3 Rainbow Coins. Naja, ob sich das so gelohnt hat, ne? Das ist die Frage. Okay, gibt noch 2 Perlen dazu. Ein paar Erfahrungspunkte wahrscheinlich. Oh, es wird spät. Es wird spät. Naja, gut. Was kann ich eigentlich mit den Impfings machen? Ach, die kann ich... Ich kann die nur wegschmeißen. Ja, das ist ja schön. Und Water Bottle... Ne, die Footbar. Keine Ahnung, aber die macht ja nichts an meiner Gesundheit. Die ist irgendwie da oben. Ja, gut. Ihr Lieben, ich guck mal, ob ich mir den Sack hier noch hole. Da komme ich gar nicht dran. Was? Ich komme nicht an den Sack? Oh Gott! Scheiße! Nee, ich will nicht in den Fight entern. Nee, ich komme nicht an den Sack. Das ist scheiße. Okay, ich mache hier Schluss. Ich finde Rainbow Moon ein richtig cooles RPG. Ja, und macht Spaß. So. Erinnert mich irgendwie immer an Pokémon am Gameboy. Ich weiß eigentlich warum. Wahrscheinlich, weil diese Art der Spiele immer die gleiche ist. Und ja, ich finde es super. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, Nacht, was auch immer. Und was ihr tut, genießt es. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und sage ciao, ihr Lieben.